Die Frage, die noch im Raum steht, ist, wie wird jetzt eigentlich die Macht der Regierung in der Bundesrepublik begrenzt? Und wenn man das jetzt mal mit anderen Ländern vergleicht, beispielsweise der Volksrepublik China. Wir haben also auch in China, zumindest vom Namen her, eine Republik, Volksrepublik. Wir haben eine Republik in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn man diese beiden Länder vergleicht, dann sind Prozesse sehr langwierig in Deutschland, dauern ihre Zeit, sind sehr komplex. Und das liegt eben an der Gewaltenteilung und daran, dass man nicht einfach wie in China zum Beispiel im Jahre 2018 geschehen, wo die längste Meeresbrücke der Welt mit 55 Kilometern eingeweiht wurde, dass man nicht einfach Entscheidungen aus der Exekutive heraus treffen kann und implementieren kann. Man kann also beispielsweise nicht einfach Menschen umsiedeln, die dieser Brücke im Weg sind. Man kann also nicht bestimmte Umweltstandards in der Bundesrepublik verletzen, wenn das nicht der Gesetzeslage entspricht. Insofern ist es wichtig zu sagen, dass die Regierungsarbeit, die Arbeit der Exekutive in Deutschland begrenzt wird durch vielerlei Vetospieler. Also erstmal natürlich die drei Gewalten, auf der anderen Seite die Legislative und die Judikative. Der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin besitzt nicht das Recht zur Parlamentsauflösung. Also ganz wichtig im Vergleich zum Reichspräsidenten der Weimarer Verfassung. Natürlich wird durch dieses Pulling and Hauling, that's politics, wo wirklich massiv Dynamik drin ist, auch parteipolitisch, die Kompetenz der Bundeskanzlerin, des Bundeskanzlers begrenzt, koalitionspolitisch. Wir haben das also auf Bundesebene, aber auch durch die Verflechtung im Föderalismus auf Länderebene, sodass permanent nach großen Koalitionen eigentlich gesucht werden muss. Wir haben das Thema Medien durch die permanente Beobachtung der Regierung durch die Medien, kann man sich vielleicht nicht so frei bewegen, kann nicht sagen, was man will, was so ein bisschen zur Verwässerung natürlich der Politik führt, was aber auch dazu führt, dass natürlich das Agieren der Regierung begrenzt wird. Es gibt verschiedene andere Aspekte, die eine Rolle spielen. Leere Staatskassen, man muss nur in andere Länder schauen, wie Italien zum Beispiel, wodurch das Agieren der Regierung stark beeinträchtigt wird. In der Bildungspolitik, das ist Ländersache, innere Sicherheit ist Ländersache. Also auch hier wird der Aktionsradius der Exekutive sehr stark begrenzt. Was hinzukommt, ist die Verflechtung des europäischen Mehrebenensystems. Wir haben also die EU mit ihren verschiedenen Institutionen, die eine sehr starke Rolle spielen beim Einfluss auf die Politik in der Bundesrepublik Deutschland. Wir sprechen hier in der internationalen Politik von den sogenannten Zwei-Ebenen-Spielen, Two-Level-Games, dass also eine Bundeskanzlerin gleichzeitig in Brüssel agieren muss, Koalitionen finden muss und dann, wenn sie zurück ist, in Berlin ähnliche Koalitionen zusammenbringen muss, um ihre Politik durchzubringen. Ein nächster Punkt ist der, den ein berühmter Kollege Peter Katzenstein mal Semisouveränität genannt hat. Also die eingeschränkte Handlungskapazität durch die Verflechtung des offenen Staates in supra- und internationalen Institutionen wie den Vereinten Nationen, der NATO und der EU. Letztendlich, wenn wir uns die Frage ernsthaft stellen, wie wird die Macht der Regierung eingegrenzt, müssen wir abermals das Bundesverfassungsgericht nennen, ein Thema Judikative, auf das wir noch kommen, aber auch verschiedene Krisen, die gerade in den letzten zwei Jahrzehnten, also Weltfinanzkrise von 2008 und 2009, die sogenannte Flüchtlingskrise von 2015, 2016, die natürlich die Handlungsspielräume von Regierungen einschränken. Und damit haben wir sehr viele Vetospieler, sehr viele Strukturen, die dazu führen, dass Regierungen nicht einfach so drauf losregieren können. Gerade in der Bundesrepublik Deutschland sehr schön sichtbar.